So, hallo Leute, wir sind am Stand von Tech Recon und ist so ziemlich das erste Mal, dass wir wirklich was auf Deutsch machen können zu diesen extrem geilen Blastern. Ich bin jetzt hier mit dem altbekannten Timo und, what's your name? Hi, Todd Anderson, Tech Recon. Todd Anderson von Tech Recon und ja, wir haben uns hier mal so ein bisschen zusammengesetzt, um uns mal vorführen zu lassen, wie die Sachen jetzt genau funktionieren. Wer den Blog verfolgt, hat vielleicht meinen Artikel schon mal gelesen, aber das Ganze jetzt nochmal wirklich in bewegt. So, Todd, could you give us a short introduction on how Tech Recon works and what's the good thing is about Tech Recon? Absolutely. So Tech Recon is the latest blaster to enter the category, where you see a lot of traditional blasters will shoot foam darts and foam discs. We actually shoot small energy rounds. These are proprietary, our own ammunition. Great thing about this is we can shoot very fast, we can shoot very accurately, and we can hold a lot of capacity. This clip, for example, holds 25 energy rounds. 25 nur hier im Griff, also das ist schon echt der absolute Wahnsinn. Und, 72 Stück hier, also in dem Magazin hier, in der Havoc. Also das 36 one side, flip it around, 36 okay, the other side. Genau. Okay, umdrehen und dann hat man nochmal. Okay. Also das ist echt feine Sache. So, and to the app. How does the app work? Yeah, so what we have is an extension to the actual blaster play. What we have written is an app for both Apple and Android. This gives you heads-up display into with varied features. Different vision modes. We have a zoom. Let's zoom in there. Oh, there we go. We have full screen radar. This is real GPS radar that we can use for multiplayer and live chat on this as well. So what connection is that? Is that Wi-Fi or is we'll that 3G? We'll work on cellular, 3G and Wi-Fi. Exactly. So you can work everything. As a mix too. Everything. Okay, you can play outside cool. In cellular, inside on Wi-Fi. Okay. Also das, das Geile, also die App ist halt für Android und Apple. Und die Kommunikation zwischen dem Blaster, nämlich halt hier dieses Radar, was man halt so gesehen hat und so weiter, funktioniert entweder über Wi-Fi oder halt mobile Netzwerke, je nachdem, wo man gerade ist. Das finde ich eine gute Sache, weil ich konnte mir vorher auch nicht vorstellen, wie man dann spielen muss, wenn man halt immer ein gutes Wi-Fi-Netz haben muss. Aber wenn das jetzt wirklich auch über 3G und so läuft, dann ist das echt eine richtig schicke Sache. So. It will fit all iPhones as well as Android up to Galaxy S4. So universal fit. Awesome. A couple other features that we have as well that you'll notice is we have real kickback, real blowback in the pistol as well, and also a power selector. So we can choose shorter, faster firing or longer, more powerful firing. Okay. Also bei diesem Schieberegler regelt man halt die Energie, die quasi auf dieses Gummiband übertragen wird. Und hier ist es dann halt schwerer Abzug, aber dafür wird das Gummiband mehr gespannt und fliegt dann weiter. Und der Schlitten ist halt nochmal so ein Style-Faktor, dass der Schlitten halt so nach hinten knallt sozusagen, während man abdrückt. Das ist echt eine schicke Sache. Also a great feature is we have two different ways to fire. We have the traditional real trigger that works as well, or the pump action, which is really great. Also kann man auf zwei verschiedene Arten schießen, nämlich halt normal über den Abzug oder halt ähnlich Pump-Action-mäßig über dieses eingebaute Vorderteil, dass es einfach vor und zurück schiebt. Schneller schießen zu können. So that's for faster firing. For faster firing. So as an example, if we have short power, we can do this. Like that. Okay. If we have longer power, more power. Come on, hit me. I want it. Wow. Now that's very good. You feel it, but you can feel the shot, but it's not going to hurt. Also es ist auf jeden Fall spürbar und das ist auch eigentlich eine gute Sache und dadurch, dass sich diese Gummibänder halt so stark bewegen, glaube ich auch nicht, dass das gefährlich ist. We also have three different types of rounds. So we have soft shot. Okay, weicher Schuss. Energy shot. Energieschuss. Long shot. So what's the difference the between difference energy is, and long shot? So difference between here is softer, medium, hard. So short, fast shots. Universal shot all around, longer shots. Okay. This is best for kids, as 8 years old, really easily to shoot it. Mm-hmm. Or people in a very tight coordinate, a small play field, they want to do a lot of shots in a tight spot. Universal, a great all around energy round, and the long shot for, up to 30 meter flights. Okay.
Oh, that's cool. Exactly. So this new this year, this is brand new, is actually three different kinds of energy rounds. Okay, also es gibt drei verschiedene Arten von Gummibändern, halt je nachdem wie dick und wie schwer die dann halt zu spannen sind. Die blauen ist halt dann hauptsächlich für Kinder gedacht, weil die halt leichter zu spannen sind, ein bisschen dünner sind, fliegen dann halt nicht so weit. Mit rot ist halt mittel und gelb ist dann halt sehr dick, sehr viel Energie sozusagen und fliegen dann bis zu 30 Meter. Das ist echt eine schicke Sache. Yeah, so Havoc as well. So our opening price point is Hammerhead. Next one up is our flagship. This is the Havoc. This is obviously a rifle form factor. We have adjustable stock on this as well. A real rubber butt end. Full ABS construction. ABS. Okay. ABS. And also stainless steel fasteners. So very high quality with metallic paint. One gives a very great high quality experience. So similar. Sorry if you want to. Oh, okay. Yeah. Also das ganze Gehäuse ist halt extrem wertig gebaut. Also es ist ABS-Kunststoff und mit metallischer Oberfläche und echt Metallschrauben. Und es ist schwer und extrem wertig gebaut. Ich hatte das vorhin selbst schon in der Hand und es ist echt eine riesen Qualitätssache, das muss ich echt sagen. 36 one end, flip it around 36 another. So allows for zweimal 36 Schuss Kapazität, wie wir vorhin schon gesagt haben. And allows for a very compact one. Yeah. When you're done this, flip it over, lock in again as well. Okay. So this is our Havoc. So, and the plans for Tech Recon for Germany for 2014, what does it look like? We are hoping to ship into Germany this year, this year? Look for it. So look for it online and also in your local stores. We also have a battle pack. So this is two Hammerhead, but with the exclusive orange, and also includes exploding targets and scannable digital flag. Also 2014 soll es dann endlich soweit sein. Tech Recon in Deutschland. To action, I want to hold it. To action, there we go. Okay. Thank you, Todd. You're very welcome. Just fire away. Fire away. Fire away. Devin. Thank you, Todd. Thank you very much. Cheers. Come on. Come with us. Oh, that was my son. Ja, also ich hatte das jetzt bei mir irgendwie auf voller Stärke und ich muss sagen, also mit den Pumpen kein Problem. Ja, so you let the trigger go all the way to the back and fire again, you get a really good. Yeah, there we go. It's easy to go out. You fire so fast, you can go through 25 shots pretty easily. Yeah, you don't realize because it's so fun, but yeah, it's really. Das macht schon Spaß, muss ich sagen. Und ich kann mir das richtig gut vorstellen, mit den Teilen durch die Gegend zu laufen. Okay, now we'll see Graham pop up. Okay, Graham's green. Okay, now we're good. Rolling. So we hit start. Access my microphone. Yes. Okay, there we go. Okay, so now the game is about to begin. These are all the features. Hold the radio to communicate. Okay. Okay. Now. Now you and I are showing up on the radar. Oh, I see. And when Graham fires, watch this, we're orange. When Graham fires, he appears for a split second while he's firing. So when he fires, he appears on the radar for a split second. Hey, Todd, can you hear me? Hello, hello. Anybody out there? Anybody out there? Can you hear me? Loud and clear. Yeah, there we go, okay. Exactly, so we have now radar. So three people in the game, tracked by radar. And live chat. Ich bin schwer beeindruckt. Also ich habe ja viel gesehen bis jetzt, aber wenn man die Dinger wirklich mal in der Hand hält, also ich kann sagen, stimmt wirklich einfach alles an den Sachen. Die Größe, das Gewicht, also die Verarbeitung fühlt sich wirklich gut an. Und ich finde auch, dass die Haltung echt stabil und solide aussieht. Genau, also ich habe jetzt hier mein iPhone, also das ist tatsächlich eine Halterung, die ich mein Smartphone jetzt auch so einfach vertraue. Ausziehbare Schulterstütze, wie gesagt, eine echte Picatinny-Rail, also wer es mag, kann da eben auch andere Sachen drauf tun. Wie gesagt, ich finde die Verarbeitung, also allein diese Farbgebung nochmal ein bisschen Metallic-Look, aber eben auch das, der ganze Kunststoff und so, es wirkt wirklich alles sehr wertig. Fühlt sich gut an, liegt gut in der Hand, die mechanischen Verbindungen wirken auch ordentlich. Vor allem, wenn man auch mal reinguckt, hier, also mal schauen, man sieht dort innen der Spannmechanismus, das sind tatsächlich echte Metallteile. Also nicht wie bei anderen Sachen, wo alles aus Plastik gemacht ist, sondern man merkt, da ist auch wirklich zum Spannen Metall drin. Ja.
Ja, ich würde sagen, wir haben auch echt ein gutes Gewicht. Ja. Nee, auch echt ein schönes. Genau, liegen auch gut in der Hand. Also, wow, ich kann sagen, in dem Moment erstmal alles richtig gemacht. Ja, Chris, also dein Eindruck, was sagst du? Super. Also, gerade für Office Wars und so, echt eine richtig geile Sache. Also, ich würde sagen, sobald wir die Dinger mal in den Händen halten können, treffen wir uns mal eine Runde und spielen. Ne? Auf jeden Fall. Okay, so. Ja, Tech Recon, thank you. Great stuff. We're really impressed. Wir sind sehr beeindruckt. Also, das ist hier wirklich mal eine ganz neue Nummer. Auf jeden Fall. Schön, sehr schön.